Politik müsste eigentlich ein System am Leben erhalten, was es Menschen ermöglicht, glücklich zu sein. Heute bei Eine Stimme Yesin. Viele von euch kennen ihn, YouTube und sonst wo gehört, gesehen, zusammen mit Audio 88. Schön, dass du da bist. Hallo. Welches Politikthema nervt dich im Moment so richtig an? Mich nervt im Moment vor allem an, dass so schlecht gelogen wird in der Politik. Also ich meine, dass gelogen wird, daran haben sich irgendwie alle gewöhnt, aber die Qualität der Lügen steigt nicht an, sondern nimmt irgendwie eher ab, obwohl die Möglichkeiten, diese Lügen zu enttarnen, immer besser werden. Kannst du ganz konkret sagen, was du meinst? Naja, also wenn mir erzählt wird, die Finanzkrise könnte mich jederzeit erwischen, ja, und das aber überhaupt nicht stimmt, warum wird mir das dann erzählt? Also dann könnten sie mir lieber erzählen, es gibt keine Finanzkrise, weil dann könnte ich einfach genauso mein Leben mehr oder weniger komfortabel bestreiten. Und hätte aber nicht ständig dieses Thema im Kopf, was eigentlich überhaupt keine Relevanz hat für mich. Also du meinst, Finanzkrise betrifft dich zum Beispiel tatsächlich selber gar nicht? Also ich weiß, dass es andere Leute gemerkt haben, aber für die Leute wird ja keine Politik gemacht. Was meinst du denn, wenn du davon sprichst, dass du so Bedrohungsszenarien wahrnimmst, was meinst du denn, was könnte der Sinn von sowas sein? Ich glaube, dass halt diese Bedrohungsszenarien immer dieses Wertesystem bedienen, das es angeblich gibt. Je mehr man arbeitet, desto glücklicher wird man, weil man eben mehr Geld hat. Das stimmt ja einfach nicht mehr. Ich meine, wenn man sich so anguckt, wie man heutzutage aufwächst, das Alter, in dem Menschen mit Geld in Kontakt kommen, wenn eine Familie heutzutage Hartz IV bezieht, weiß das fünfjährige Kind schon, was Essensmarken sind worauf man beim Einkaufen achtet. Ich hatte das Glück, dass ich das nicht so früh den Kontakt dazu hatte. Sind meine Eltern wahrscheinlich auch für verantwortlich, dass sie das von mir abgeschirmt haben. Aber natürlich, also nichts zu haben ist nicht schön. Alles zu haben heißt aber nicht, dass du automatisch dadurch glücklich wirst. Und das wird aber einem ja suggeriert, indem man sozusagen immer diese Stigmatisierung von Armut hat. Man darf nicht über Unterschicht reden, aber Unterschicht ist zum Beispiel jetzt im Entertainment-Bereich, ist das ja ein tragendes Thema. Und dieser Trend, Angst vor der Armut zu haben und nicht so enden zu wollen wie die, die man im Fernsehen sieht, löst natürlich dann aus, dass du mehr Leistung erbringen willst, um nicht dort zu landen. Du selber arbeitest noch. Ich muss arbeiten. Also beziehungsweise, und da fängt es halt an. Ja. Ich habe den Eindruck, ich müsste arbeiten. Ob ich das wirklich muss? Also deine Leidenschaft sagt dir eigentlich, lass die ganze Arbeitsgeschichte, konzentriere dich nur auf das Künstlersein. Klar, wenn ich das könnte. Siehst du? Aber das ist halt dieses Ding, was man im Kopf hat. Gehst du denn überhaupt wählen oder ist es für dich? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt bei der nächsten Wahl gehen werde, weil ich ganz ehrlich nicht weiß, wen ich wählen sollte. Also meine letzte Entscheidung war tatsächlich eine emotionale Entscheidung, da habe ich die Piraten gewählt. Nicht, weil ich dachte, dass es jetzt, dass die in diesem politischen System, so wie es funktioniert, in diesem parlamentarischen System irgendwie große Erfolgsmöglichkeiten haben, aber ich dachte, dass es halt, wenn man dann schon die Möglichkeit hat, dann kann man damit wenigstens ein Zeichen setzen und das ist ja dann auch passiert. Also zumindest gab es mal diesen Aufruhr und ein paar Politiker aus konventionelleren Parteien haben das ja dann auch als Anlass genommen, irgendwie ihre Strategien ein bisschen zu überdenken. Immerhin. Willst du nochmal machen? Naja, weiß ich nicht, vielleicht. Wobei, ganz ehrlich, die Reaktionen jetzt von der Partei, im Öffentlichen zumindest, auf die Abhörskandale und so, war ja eigentlich nicht vorhanden. Ja. Und das war eigentlich der Moment, um da was zu machen. Von daher weiß ich nicht, ob ich die jetzt nochmal wählen würde. Was müsste ich als Partei tun, um dich zu überzeugen, mich zu wählen? Keine Partei sein. Wenn du eine Gruppe von Menschen hast, die sich um ein Interesse herum organisieren, und damit meine ich ein Interesse, also wenn es zum Beispiel darum geht, das Bildungssystem so zu überarbeiten, dass es Menschen zu einer eigenen Meinung erzieht, mit einem Wissen, was sie befähigt, irgendwie Dinge zu tun, die sie machen wollen. Und du hast 50 Leute, die alle dieses Interesse vertreten und sich einfach 4 Jahre lang dafür einsetzen würden, dieses Interesse wirklich in die Tat umzusetzen, dann würde ich dein Interesse wählen. Also so, es ist ja jetzt ein bisschen was passiert, was uns irgendwie alle angeht, ausnahmsweise mal. Oder zumindest in Deutschland geht es uns eigentlich alle was an. Und keiner hat sich irgendwie NSA, nur an... NSA, Snowden, ja, die Geschichte, genau, meinst du, ne? Genau. Und keiner hat sich annähernd korrekt verhalten politisch, was das angeht, weil ich will dann keine Parteiprofilierung oder Personalprofilierung sehen in so einem Moment, sondern ich würde dann tatsächlich gerne jemanden sehen, der
Politik mit Leidenschaft macht und diesen Beruf aus Leidenschaft gewählt hat. Und der würde anders reagieren, meiner Meinung nach, als das jetzt die Politiker getan haben. Danke, dass du da warst. Gerne. Das war Yasin bei Eine Stimme. Danke. Dankeschön.